dieser Typ betritt den Raum, stellt sich mitten auf den Tisch, tippt sich an die Stirn und brüllt, was glaubt die Welt denn, wer sie ist? Und stimmt doch auch. Jeder andere Typ im Raum zieht die Augenbrauen affirmativ zusammen, doch sieh doch, da ist nichts, was er dir bieten kann. Kein Sand für das Getriebe, keine klare Linie, Sprüche und Parolen für den Widerstand. Ich versuch mich kurz zu fassen, doch meine Welt sich zu einem Slogan raffen, hieße dir und allen hier was vorzumachen, wenn du glaubst, es zu können, frohes Schaffen. Ja, vielleicht reicht es für einen Teil Erfolg auf Facebook, sie nennen mich desillusioniert. Es klingt wie als Kritik gemeint, als sei es nicht was Positives, desillusioniert zu sein. Also frei von Täuschungen, Lebenslügen, falschen Überzeugungen, bequem aber daneben liegen. Wir korrelieren nicht mal im Negativen, erst wenn es im Schädel zwiebelt, fällt es dir wie Schuppen von den schweren Liedern. Wer sagt, dass es eine Lösung geben muss? Wer sagt, dass es eine Lösung geben muss? Ich mein, wer sagt, dass es eine Lösung geben muss? Ich mein, wir leben und wir sterben, irgendwann ist eben Schluss. Ich mein, wer sagt, dass es eine Lösung geben muss? Ich mein, wer sagt, dass es eine Lösung geben muss? Ich mein, wer sagt, dass es eine Lösung geben muss? Ich mein, wir leben und wir sterben, irgendwann ist eben Schluss. Frag mich nicht, ob ich ein guter Mensch bin. Ich hab hier auch nichts zu verschenken, wie wir alle nicht. Denn wirklich reich sind immer nur die anderen, die noch ein bisschen mehr haben, die was machen könnten. Doch genau die machen nix, die Aufklärung führt vom Vertrauen in den da oben hin zum Hass auf die da oben. Unter Hobbyphilosophen, die Hände tief versunken im Schoß, unterschiedslos, sie nicht zu falten, ist kein Grund, sich einen drauf runterzuholen. Doch wem das reicht, ich geb mir keinerlei Mühe. Ich schlachte sie nicht mal, ich schubse eure heiligen Kühe aus einer Laune heraus, und ihr steht da mit euren Kinnladen knapp unter den Kniekehlen, stumm und doch so vielsagend. Ich mach es mir gemütlich, wo es weh tut, sitz in Badewannen voller Leergut und lehre euch Demut. Du wirst sterben und ich hab sie's meinetwegen als Problem. Ich gebe dieser Welt eine 5 auf einer Skala 1 bis 10. Wer sagt, dass es eine Lösung geben muss? Wer sagt, dass es eine Lösung geben muss? Ich mein, wer sagt, dass es eine Lösung geben muss? Ich mein, wir leben und wir sterben, irgendwann ist eben Schluss. Ich mein, wer sagt, dass es eine Lösung geben muss? Ich mein, wer sagt, dass es eine Lösung geben muss? Ich mein, wer sagt, dass es eine Lösung geben muss? Ich mein, wir leben und wir sterben, irgendwann ist eben Schluss. Willst du damit sagen, dass die Gesellschaft an allem schuld ist und wir als Individuen niemals irgendeine Verantwortung für irgendetwas übernehmen müssen? Nein, eigentlich nicht. Ich meinte nur... Hey, das gefällt mir. Ich hab nichts falsch gemacht, weil ich nichts falsch machen kann. Wir sind nur Produkte unserer Umwelt, werden rumgestoßen wie Billardkugeln auf einem Billardtisch. Genau, weil die Welt so grausam und so chaotisch ist. Warte mal, nein, das wollte ich nicht sagen. Ja, ich hab nicht schuld, die Gesellschaft hat Schuld. So, es ist, die Gesellschaft ist an allem schuld. Hurra, alles ist ohne Bedeutung. Nichts, was ich mache, hat Konsequenzen. Und am intensivsten rassen die, die Liebe predigen. Und am kriegsgeilsten sind die, die Frieden predigen. Und die meisten Menschen sind nicht das, wofür man sie hält. Die meisten wissen einen Scheiß, vor allem über sich selbst. Und das lauteste Gebell kommt von den kleinsten Wadenbeißern. Und am höchsten von der Freiheit sprechen meistens Sklaventreiber. Die meisten Menschen sind exakt, wofür man sie hält. Anfang und Ende aller Übel der Welt. Also halte dich vor allem fern von jenen, die es gut meinen. Denn das sind immer die, die bis aufs Blut peitschen. Gönnerhafte Herrenmenschen, motivierte Schulmeister von den Reißbrettern, die die Welt bedeuten sollen, außer am Klugscheißen. Hüte dich vor denen, die einen Plan haben. Hüte dich vor notwendigen Maßnahmen. Die sind dein Sargnagel und halt dich niemals für was Besseres als Hunde, die dem eigenen Schwanz nachjagen. Und